Tägliches Seelenbrot zum 26. April. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, der bedarf nicht denn die Füße waschen, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Johannes Kapitel 13, Vers 10. Diese Worte sind gewöhnlich auf die Taufe gedeutet worden. Andere wiederum verstehen damit das Waschen durch den Glauben im Blute des Lammes. Die Sache aber bleibt dieselbe. Denn das Waschen im Blute des Lammes geschieht bei uns zuerst in der Taufe, geschieht immer sowohl durch die Taufe als auch durch den Glauben, wie auch das Essen des Leibes Christi sowohl im Sakrament als auch außerhalb desselben durch den Glauben geschieht. Genug, hier ist von einem geistlichen Waschen die Rede, von einer geistlichen Reinheit, da der Herr aber nicht alle sagt, denn er wusste seinen Verräter wohl. Judas war der einzige der Jünger, der nicht rein war. Auch wurde das noch deutlicher, als Jesus an demselben Abend sprach: Ihr seid jetzt rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Dies deutet auf den Glauben, der seine Rede oder das Wort umfasst. Denn ohne Glauben wird niemand rein durch das Wort, und dieser Glaube mit allem, was demselben folgt, fehlte dem Judas. Wir wollen jetzt aber die Worte Christi betrachten. Er sagt: Wer gewaschen ist, der ist ganz rein, und ihr seid rein. Und dies sagt er, der mit allsehenden Augen all seine Jünger, die er so oft strafen musste, durchschaute. Er sagte es zu denselben Jüngern, die sich an demselben Abend so kläglich versündigten und deren Schwachheiten und Sündenfälle er an diesem Abend voraussagte, die er also wohl kannte. Aber sieh nun hier, dass vor den Augen Gottes eine andere als unsere unvollkommene, uns innewohnende Reinheit gilt. Sieh hier und merke einmal, was zugerechnete Reinheit ist, was Christi Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des Glaubens, besagen will. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart ohne Zutun des Gesetzes. Sieh hier, dass diese Gerechtigkeit und Reinheit, obwohl sie für uns unsichtbar sind, dennoch kein Traum und keine Einbildung, sondern vor den Augen Gottes eine große Wirklichkeit und Wahrheit sind. Christus, der am jüngsten Tage richten wird, sieht dort Reinheit, wo alle Menschen lauter Unreinheit sehen. Er sagt zu den schwachen Jüngern: Ihr seid rein, ihr, die ihr hier vor mir steht, ihr seid ganz rein, und ein jeder, der gewaschen ist, der da glaubt und getauft wird, ist ganz rein vor Gottes Augen, in Gottes Gericht, obwohl die Füße, das heißt der Wandel, unsere niedere, unsere irdische Gerechtigkeit, oft verunreinigt werden und einer besonderen Waschung bedürfen. Darum muss also der Wandel unter täglicher Buße und durch den Glauben verbessert werden. Aber sieh doch und beachte, trotz aller dieser Unvollkommenheiten und Mängel sagt Christus, dass sie ganz rein seien. Lerne doch, noch einmal sei es gesagt, lerne doch endlich einmal verstehen, dass es ernst ist mit der Versöhnung Christi und der Zurechnung seiner Gerechtigkeit und dass es vor Gottes Augen ein solches Nichts, ein solches Nebel- oder Schattenbild nicht gibt, wie es den Augen unserer blinden Vernunft erscheint. Es ist wahr, was der Apostel von Christus und der Gemeinde sagt. Er hat sie nicht nur rein gemacht durch das Wasserbad im Wort, sondern auch zu seiner Braut dargestellt, die da herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des Etwas. Sehr wichtig ist, was Luther sagt. Wer nicht bekennen will, dass er heilig und gerecht sei, sondern stattdessen stets klagt, er sei ein armer Sünder, der tut so, als spreche er: Ich glaube nicht, dass Christus für mich gestorben ist, auch nicht, dass ich getauft bin oder dass Christi Blut mich gereinigt hat oder noch reinigen kann. Ich glaube des kein Wort, was die Schrift von Christus zeugt. Denn Christus hat ja wahrlich mit seinem Blute alle unsere Sünden weggenommen. Und das nicht allein. Nachdem er zuerst mit seinem blutigen Leiden die Sündenschuld und die Strafe entfernt hat, hat er uns auch seine eigene vollkommene Gerechtigkeit erworben und geschenkt, sowie uns schließlich in der Taufe in dieses ganze Seligkeitsgewand gekleidet.
Er hat uns nicht nur sündenfrei, sondern auch gerecht und heilig vor Gott gemacht. An die Stelle der Sünde hat er die Gerechtigkeit gesetzt, auf dass wir vor Gott nicht nur sündenfrei, sondern auch gerecht würden, welches ein noch höherer Grad der Seligkeit ist. Dass Christus uns mit seinem blutigen Kleid die weißen Kleider der Gerechtigkeit erworben hat, das ist an vielen Stellen der Schrift herrlich dargestellt. Offenbarung 19 wird der Sohn Gottes als einer beschrieben, der auf einem weißen Pferd sitzt und angetan ist mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Er hat aber auch eine Heerschar hinter sich. Und diese Reiter, die mit ihrem Feldherrn in allerlei Kämpfen und Trübsalen durch das Jammertal ziehen, sitzen auch auf weißen Pferden, ihre Kleidung aber ist nicht rot, sondern sie sind angetan mit weißen Kleidern, mit weißer und reiner Seide. Und Vers 8 heißt es, die Seide aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen, die sie durch das Waschen im Blute des Lammes Jesus Christus empfangen haben. Aus Gnaden weiß ich auch davon, ich bin ein Teil von deinem Lohn. So elend, dass man's kaum erblickt, so herrlich, dass der Feind erschrickt, so gottlos, dass wohl alle besser sind und so gerecht wie du, des Vaters Kind.